und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kochen durch die Epochen. Mein Name ist Jochen und die Epoche, die wir heute behandeln, heißt Frühmittelalter. Ich habe ja einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio. Sven, willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sei gegrüßt, Jochen. Ich bin Sven Larsson aus Heiterbu, ein Wikingerdorf in Schleswig, nahe der dänischen Grenze. Und ich habe dir auch mal gleich ein Gastgeschenk mitgebracht, ein schönes Fell, damit ihr auch über den Winter warm bleibt. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Klasse. Ja, vielen Dank. So, wie macht man das Ding denn oben? So rum, ne? Einfach über den Kopf so ziehen, genau. Okay. Und bis oben hinziehen? Genau. Sieht so, ne? Wunderbar aus. Ja, super. Vielen Dank dafür. Ja, du bist heute da, um uns die Wikingerküche ein bisschen näher zu bringen. Genau. Was genau machen wir denn heute? Ja, da wir ja bekannt sind, dass wir naturverbunden leben, habe ich gedacht, fangen wir an mit einem schönen Salat. Und dann machen wir eine schöne Hähnchenkeule nordischer Art mit einer Pilzpfanne. Mit frischen Pilzen aus den skandinavischen Wäldern. Dazu habe ich auch ein schönes Flatbrot mitgebracht. Und abschließend tun wir das mit einem schönen Waldfruchtsalat aus den Waldfrüchten unserer Wälder. Ja, das klingt doch schon mal super. Womit fangen wir denn an? Wir fangen mit dem Wikingersalat an. Dazu brauchen wir zunächst einmal Feldsalat, Mais, frischen Thunfisch, Sahne, Karotten, Tomaten, eine Zwiebel. Ja, das klingt doch schon mal super. Dann fangen wir direkt an, würde ich sagen. Ja. Wir gehen einmal rüber genau. Zu unserer Arbeitsfläche. Ja, zunächst einmal werden wir die Tomaten schneiden. Alles klar. Ja, und die packen wir dann gleich in den Salatschale mit rein. Zu dem Feldsalat. Gut, ich helfe dir schon mal schneiden, auch die andere Tomate. Ja. So, du machst die letzte Tomate fertig. Genau, da kannst du schon mal die Möhren schneiden. Alles klar. Gut. Ich nehme auch mal eine Möhre. Wie viel von jeder Zutat haben wir jetzt reingepackt? Wir haben jetzt 3 Tomaten gehabt, ja. 3 Möhren, eine halbe Zwiebel. Und alles in den Topf rein. Richtig. So, jetzt fügen wir noch 250 Gramm Mais hinzu. Den vermischen wir. Ja. Und dazu kommt dann noch der Thunfisch. Den gehen wir auch einfach mit rein. Wie viel Gramm sind das jetzt? Das sind 150 Gramm. Jetzt fehlt noch die Sahne. Mhm. Da brauchen wir 6 Esslöffel von. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt möchtest du bestimmt das Salatbesteck haben. Genau, vorher fehlt aber noch den Zucker. Zucker. Genau. Da nehmen wir ein Teelöffel. Sollte ausreichen. Für die Süßen, die können sie natürlich noch ein bisschen verfeinern und 2 machen. Aber einer sollte grundlegend ausreichen. Jetzt nehmen wir das Salatbesteck und rühren das Ganze ordentlich um und vermischen das. Gut, dann gehen wir noch einmal eben rüber, würde ich sagen, für den letzten Feinschliff. Genau, jetzt werden wir den Salat noch ein wenig salzen. Auch nur ganz wenig, eine kleine Prise Salz. So. Dann haben wir den leckeren Wikinger-Salat auch fertig. Wunderbar. Dieses Wort Wikinger, woher kommt das eigentlich, wie wir das heute benutzen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jochen. Das Wort Wikinger kommt von dem Altnordischen, von dem Wort Viking, was so viel heißt wie Raubzug oder auf Reisen gehen. Das heißt, man kann also sagen eigentlich, dass Wikinger Räuber sind. Ja, in der Tat. Aber wir gehen auch natürlich unseren handwerklichen Berufen nach, wie Schmied, Schreiner oder Landwirt und haben uns auf den Handel spezialisiert. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt über zum Hauptgericht.
Mein Magen grummelt schon ganz schön. Ja, und ich dachte, das wäre das Donnergold von Thor. Ja, zum Hauptgericht, genau. Dazu brauchen wir zunächst einmal Hähnchenkeulen, Senf und Honig. Ja, dann kommen wir auch mal zu den Hähnchenkeulen. Dazu machen wir erstmal die leckere Honig-Senf-Marinade. Mhm. Dazu brauchen wir erstmal eine kleine Schale, da habe ich schon ein bisschen Wasser drin gehabt. Ja. Gemacht. Dann brauchen wir den Senf und den Honig natürlich. Gib mal bitte den Löffel. Na klar. Als erstes nehmen wir 4 Esslöffel Honig. Senf. Senf. Richtig. Senf. So, und jetzt kommt erst der Honig. Jawohl. Da brauchen wir auch 4 Esslöffel von. So. Und das Ganze vermischen wir jetzt mal. Mhm. Wichtig ist dazu halt, wie gesagt, das Wasser, damit es ein bisschen verdünnt wird. Oh ja. Und jetzt haben wir auch schon eine leckere Honig-Senf-Marinade. Diese streichen wir jetzt auf die Keulchen auf. Ja. Dann nehme ich schon mal das Blech. Genau. Ich lege dir schon mal den Pinsel hier hin. Okay. Dann legen wir dann die Keulen drauf. So. Und die streichen wir jetzt mit dieser Marinade schön ein. Von allen Seiten. Honig wurde viel benutzt bei den Wikingern, ne? Richtig. Das ist sozusagen das liebste Nahrungsmittel der Wikinger. Aus Honig wurde da vieles gemacht. Auch der leckere Honigwein, genannt Met. Mhm. Grundnahrungsmittel. Richtig, das Getränk der Götter. Ja. Der Met wird fast zu jeder Mahlzeit getrunken dort. Und das aus den schönen Trinkhörnern. Ja. Wie wir da vorne stehen haben. Genau. Die letzte Keule. Ja, streich erstmal ein. Kann schon überkippen. Mhm. Streich das schon mal. Schön. Gut. Gut. Die Keulen werden wir jetzt für 30 bis 40 Minuten bei 170 Grad in den Ofen schieben. Mhm. Mach ich dir den mal eben auf. Klappe zu. So. Stellen wir Umluft ein. 70 Grad, ja, und sagen wir mal 40 Minuten, wunderbar. Jo, dann kommen wir mal zu unserer schmackhaften Pilzpfanne. Mhm. Für die Pilzpfanne brauchen wir Champignons, eine halbe Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Während ich anfange, die Pilze zu schneiden, kannst du ja schon mal eine halbe Zwiebel schneiden und eine Knoblauch zählen. Alles klar. Würfel gemacht, ne? Genau. Wunderbar. Wir können auch hier schön klein schneiden.
fertig. Dann kannst du mir schon mal den Pilzen helfen. Alles klar. Gut. So, ich gebe jetzt noch ein Stück Butter in die Pfanne. Das riecht richtig gut. So, die lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten braten. Mhm. Und dann können wir ja schon mal schauen, was unsere Keulen sagen. Ja. Oh, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. So, dann kannst du auch schon mal einen Teller holen. Alles klar, Chef. Schön. Danke. Dann legen wir gleich auf den Teller. Jetzt werden dann fertig. Mhm. Schauen wir mal, wie weit die Keulen sind. Boah, das sieht auch gut aus. Klasse. Schön goldbraun. Wie bei Mutti. Die sind fertig, die können wir jetzt rausholen. Mhm. Und dann werden wir den auch gleich fertig. Dann kannst du schon mal das Brot nehmen. Alles klar. So. Bei Odin riecht das köstlich. Wer ist Odin? Bei den Asen, du weißt nicht, wer Odin ist. Odin ist doch der Allvater, der Schöpfer von allen, der nordischen Mythologie. Okay, und wer sind die Asen jetzt? Na, die Asen sind die Gottheiten wie Tyr, der Kriegsgott, Thor, den Donnergott und Freya, der Fruchtbarkeitsgöttin, der wir dieses köstliche Mahl hier zu verdanken haben. Aha. Ja gut, fehlt nur noch der Waldfruchtsalat? Genau. Für den Waldfruchtsalat brauchen wir zunächst folgende Zutaten. Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren und Zucker. Ich werde zuerst die Erdbeeren schneiden. Okay. Kannst du schon mal... Ja, genau. Da war ganz schön kalt. Kommen wir auch von draußen aus dem Wald. In den Topf rein. Richtig. So. Da haben wir schon mal die Erdbeeren. Mhm. Dazu geben wir jetzt die Heidelbeeren. Zuletzt natürlich die wunderbaren Himbeeren.
Ja, jetzt kannst du noch 2 Teelöffel Zucker hinzugeben. Alles klar. Gehäufte? Ja. So, ne? Genau. Davon 2 Stück schon verteilen. Waldfruchtsalat, nordische Art. Damit wären wir auch mit den Gerichten fertig. Ja, den verspeisen wir gleich auf jeden Fall. Damit wären wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Sven, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist bei mir im Studio. Ja, bitte, bitte. Hat Spaß gemacht. Ja, immer wieder gern. Alle Rezepte, die wir heute gekocht haben, könnt ihr natürlich auf unserer Homepage nachlesen. www.kochendurchdieepochen.de. Nächste Woche bekochen wir die Renaissance und danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.